Wir begrüßen Sie zu einem weiteren Kapitel aus unserem Vorlesungsblock. Es geht heute um Fließgewässer und Grundwasser. Wir beschäftigen uns vorerst mit der Genese eines Fließgewässers, wobei man hier sagt, dass diese Vorgänge nicht so signifikant sind wie bei den Seen. Es sind primär tektonische Vorgänge, wobei hier Gebirge aufgefaltet werden und dann mit Wasser aufgefüllt werden. Wobei sich hier das Oberflächenrelief natürlich verändert, beziehungsweise wo es auch starken Niederschlagsüberschuss gibt, welcher hier oberirdisch abfließt. Es kommt dadurch zu einer linienartigen Abtragung, man nennt dies auch eine Fluvialerosion, welche sehr rasch zu einer Talbildung führt. Wenn Sie sich ein Fließgewässer im Querprofil ansehen, dann gibt es hier bestimmte hydrologische Begriffe dazu. Das heißt, wir sprechen von einem Flussbett, natürlich das Bett, wo sich dieses Fließgewässer bewegt. Der Grund dieses Flussbettes ist die Sohle, wo das Fließgewässer etwas erodiert am Hang, das nennt man den Kolk. Es gibt auch Prallhänge, wo das Wasser natürlich auch verändernd wirken kann. Dann spricht man von dem Begriff MQ, ein hydrologischer Begriff, wo man hier von einer Uferlinie spricht. Dies wären die Begriffe eines Querprofils. Über das Längsprofil spricht man generell von einem Oberlauf, Mittel- und Unterlauf und natürlich der Mündung eines Fließgewässers, wobei man hier sehr verschiedene Mäanderformen haben kann. Mit sehr verschiedenen Querschnitten. Man kann sehr stark verästelte Flüsse haben, wie es leider sehr wenig noch der Fall ist bei uns, weil sehr viele Flüsse verbaut sind bzw. kanalisiert, auch aus Gründen des Hochwasserschutzes. Jedoch gibt es immer mehr Bestrebungen, Flüsse wieder zu renaturieren und wieder Altarme zu restrukturieren. Über die Fließrichtung, wenn wir zum Beispiel Hindernisse in dieser Fließrichtung haben, wie Felsen oder Steine, kommt es durch diese Wirbelbildung wiederum zu Kolken, was sich wiederum zu speziellen Lebensräumen ausbilden kann. Man spricht hier als Hydrologe auch von bestimmten Flussordnungszahlen. Flussordnungszahlen, definieren sich durch die Ursprünge bzw. durch die Zuläufe eines Flusses. Ein Fluss mit der Flussordnungszahl 1 ist praktisch ein Quellabfluss, also praktisch der allererste Abschnitt eines Fließgewässers. Wenn sich dann zwei Abflüsse verbinden und dann zu einem Fluss weiterrinnen, spricht man von einer Flussordnungszahl 2. Und je mehr Äste dazukommen, steigt diese Zahl an. Und man spricht hier bis zur Mündung ins Meer von einer Flussordnungszahl 4. Somit kann man Fließgewässer etwas einteilen. Die Abflussbildung, da gibt es natürlich verschiedene Prozesse. Man hat natürlich den Niederschlag als wichtigsten Prozess, wo es auch zu Infiltration und zu einer Grundwasserneubildung kommt, was extrem wichtig ist. Und hier möchten wir auch die Abflusskomponenten in einem Fließgewässer erklären. Das heißt, durch den Niederschlag kommt es natürlich zu diesem Muldenrückhalt an der Oberfläche. Es werden Bodenzonen natürlich infiltriert mit Wasser. Das nennt man Infiltration. Ein Teil verdunstet wieder bzw. transpiriert. Aber all das führt zu diesem Prozess der Grundwasserneubildung, beziehungsweise wenn diese Zone dann gesättigt ist, kommt es zu einer Grundwasserspeicherung. Zum Teil werden diese besser versickern, aber der Großteil wird gespeichert. Es gibt auch diese Abflusskonzentrationsprozesse. Das heißt jetzt, je nachdem, wie stark dieser Oberflächenabfluss ist, ist es jetzt direkt oder auch verzögert? Es kann ja auch durch Niederschläge oder durch Rückhalte plötzlich zu einem verzögerten Abfluss kommen, wobei hier wiederum über das zeitliche Eintreffen des Abflusses auch unterschieden wird. Im offenen Gerinde kommt es eben dann
zu diesen allseits bekannten Abflüssen, welche dann eben, wie gesagt, über diese Flussordnungszahlen eingeteilt werden können. Hier noch einmal eine Grafik, wie dieser Oberflächenabfluss seinen Weg nehmen kann. Zuerst durch den Niederschlag, entweder er fließt oberflächlich ab oder er kann über den Grundwasserspiegel weitertransportiert werden oder auch gespeichert werden. Was Sie hier als Punkt 3 sehen in diesem schraffierten Teil, es ist ein Zwischenabfluss, das heißt, das Wasser geht in den Boden hinein und wird von dort weiter transportiert und sucht sich seinen Weg dort und kann dann wiederum austreten an die Oberfläche und weiter rinnen. Eine Hochwasserwelle wird ebenfalls nach bestimmten hydrologischen Begriffen eingeteilt. Das heißt, wir haben hier verschiedene Arten des Abflusses. Es gibt einen sogenannten Trockenwetterabfluss, also jener Abfluss, der ohne Niederschlag passiert oder ohne Niederschlag als vorherrschenden Grund. Das nennt man auch die Trockenwetterganglinie, also diese Flusshöhe dieses Gewässers, wobei es hier zu einem generellen Basisabfluss kommt. Dann haben wir natürlich einen sogenannten Zwischenabfluss, definiert über diesen sogenannten Oberflächenabfluss, und hier kommen auch diese Hochwasserganglinien ins Spiel, wobei man hier an der maximalen Schüttung von einem Hochwasserscheitel spricht. Es kommt vorerst zu einem Hochwasseranstieg bis zum Scheitel und dann zum Hochwasserabfall. Und diese gesamte Dauer, diese Amplitude, da spricht man von der Hochwasserdauer. Hier einige hydrologische Parameter, welche wichtig sind jetzt speziell für Ingenieure zum Beispiel, wo man, also Begriffe, die sehr gängig sind, dieses sogenannte MHQ oder ausgehend von MQ, was vorhin erwähnt worden ist, dieser Mittelwasser oder mittlerer Abfluss. Hier spricht man von einem arithmetischen Mittel der Abflüsse eines bestimmten Zeitintervalls, und das MHQ, da wird eben dieser Hochwasserabfluss gemittelt, beziehungsweise das MNQ ist der mittlere Niedrigwasserabfluss. Es gibt auch noch Begriffe wie hundertjährige Hochwässer, wo man eben diese Zeitspanne von den 100 Jahren verwendet, oder auch das 10-jährige Hochwasser. Hier haben wir verschiedene Abflussdefinitionen über einen Schnitt. Das heißt, wir haben eine sogenannte Crest auf Englisch, das heißt dieser Scheitel, wo man dann den Abfluss auch messen kann. Und diese Abflussmessungen sind natürlich besonders interessant, speziell bei Hochwässern oder auch bei Modellierungen für Kraftwerksbauten oder für ein Monitoring bei Kraftwerken. Die Messung der Abflüsse kann man mannigfaltig gestalten. Man kann zum Beispiel mittels der Salzmethode einen Abfluss messen, indem man an einer bestimmten Stelle eine bekannte Menge an Salzen in das Fließgewässer einbringt und bei einer definierten Strecke im Ablauf dann die Salzkonzentration wieder misst. Und somit kann dieser Abfluss gemessen werden.